Von Hans-Jörg Welewald harte Ankündigung der linken Führung zur Party-Ikone Sarah Wagenknecht. Nach der Ankündigung von Wagenknecht, dass sie darüber nachdenkt, eine Partei außerhalb der Linken zu gründen, fordert Partychef Martin Schirdewan vom Mitglied des Bundestags eine sofortige Entscheidung über ihre politische Einstellung und droht, unbemerkt zu sein. Sarah Wagenknecht muss sich jetzt deutlich von ihrer Idee distanzieren, eine Wettbewerbspartei zu gründen. Sonst muss sie die entsprechenden Konsequenzen zeichnen, sagte Schirdewan in Berlin. Dies ist ein Gebot des Anstands. Wagenknecht hatte bei ZDF erklärt, dass sie bis Ende des Jahres über die Einrichtung einer neuen Partei nachdenken wollte. Bevor das bekannt war, früher partikompatibel. Wagenknecht ist einfach unverantwortlich. Das ist Partei. Es könnte nicht sein, dass die Ressourcen der Partei und der parlamentarischen Gruppe für die Business Games verwendet werden, um eine Wettbewerbspartei zu finden. Dies ist auch nicht mit der Ausübung eines kompatiblen Mandats für die Partei. Und die Partei kann und wird dies auch nicht zulassen. Schirdewan ließ die Forderung, ob die Parteiführer einen Ausschlussprozess in Betracht ziehen. Der linke Chef Martin Schirdewan Wagenknecht warnt vor Konsequenzen, wenn sie keine Spekulationen über eine neue Partei beendet. Sie spielt keine Rolle mehr in der Partei, und eine Parteistiftung wird scheitern, sagte Rieksinger. Wagenknecht ist seit langem mit unserer Party gebrochen, sagt Ex-Partyführer Bernd Rieksinger. Der Ausschluss eines Mitglieds gilt für alle Parteien als kompliziert und langwierig. Wenn Wagenknecht Partei selbst verlassen hat, könnte dies die Konsequenzen für Linken im Bundestag haben. Konnte nur als Gruppe fungieren, mit weniger Geld und Ressourcen. In 2021 hatte es nur 4,9% der zweiten Stimmen erreicht, aber drei direkte Mandate. Die sogenannte Basismandatklausel half ihr, eine Fraktion mit 39 Mandaten zu bilden. Das Mitglied des Bundestags Alexander Ulrich kritisierte Schirdewan Scher und warnte, dass eine Erlöschung schlechte Konsequenzen für die Partei haben wird in der Partei, sagte Ulrich. Die Parteiführung sollte besser damit umgehen, warum sie in Frieden und Sozialpolitik scheitert, sodass eine Niederlage der Wahl mit der anderen ausgerichtet ist.